Hallo Freunde, hallo YouTube. Heute zeige ich euch ein Video übers Klöppeln. Dieses konnte ich am 1. Mai bei den Ollen Handwerkers in Worphausen aufnehmen. Hier konnte ich ein paar Mädels über die Finger gucken und sie haben mir viel über das Klöppeln erzählt. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, abonniert meinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, wir kreuzen und wir drehen und tun das weg und dann kreuzen und drehen und kreuzen wir und dann nehmen wir das nächste Paar und kreuzen und drehen und kreuzen. So, und das ist jetzt Klöppeln. Das ist Klöppeln. Klöppeln kreuzt und dreht. Klöppeln ist eine Handwerkstätigkeit, die aus verschiedenen, ja, wo man mit Fäden versucht, ein Gewebe herzustellen. Ohne Webrahmen wie beim Weben. Ja. Frei, man steckt die Fäden auf die Nadeln und versucht frei, ein Gewebe herzustellen. Okay. Und dann kann man daraus Decken machen, so wie hier auf dem Tisch, oder? Man kann Decken machen, man kann kleine Sachen machen, wie zum Beispiel solche Dinge als Deko. Man kann die Dinge drauf tun. Vom Handwerklichen her ist es so, dass wir, diese Holzstäbe sind gedrechselt. Mhm. Das sind die sogenannten Klöppel, da gibt es ganz verschiedene. Da haben wir noch welche ausgestellt, verschiedene Klöppel. Auf diesen Klöppeln wickeln wir die Fäden. Und dann versucht man, ein Gewebe herzustellen. Was man zum Beispiel machen kann, ist so etwas. Es wäre vielleicht etwas Zeitgemäßes, nicht mehr Omas Spitzendeckchen, sondern ein Schal. Okay. Hängt das wieder weg? Wie lange dauert das ungefähr? 250 bis 300 Stunden. Okay. Dann haben wir, früher gab es Deckchen, kennen alle. Dann gibt es Kragen. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren oder mir einen Daumen hoch zu geben. Ich würde mich freuen. Hier sieht man, wie so ein Schal entsteht. Okay. Aus 60 Paaren Fäden, also 126 Fäden, wird mit verschiedenen Mustern geklöppelt. Und das ist eine Art Weben dann? Oder wie wird das dann gemacht? Ist das immer durch Kreuzen und Drehen, was ich vorhin gesagt habe. Okay. Wir verkreuzen immer vier Fäden. Sie arbeiten immer nur mit vier Fäden. Okay. Frei. Gut. Und dieses hier ist ein Lesezeichen. Das soll es werden. Ein Lesezeichen, das hat auch 60 Paare, also auch 123 Fäden. Für dieses Stück brauchen Sie möglicherweise eine Lupe. Okay. Für dieses auch. Das ist eine andere Art. Das ist ein Tüllgrund, der hat ähnlich viel Fäden, also weit über 100. Ja. Und wie sortieren Sie sich bei den ganzen Klöppeln, dass sie sich nicht verklöppeln? Wenn sie sich verklöppeln, müssen sie rückwärts klöppeln. Das hilft nichts. Da muss man wieder, man kann nicht riffeln wie beim Stricken, man muss es rückwärts wieder aufmachen. Okay. Und wenn man sich sortiert, würde ich denken, sie gucken Sie mal hin. Du, Anja, kann man mal auf deine Hände gucken, wie du. Ich habe gerade ein Stück, was nicht so. Ja, sicher. Ich muss nur mal eben hier. Wir sortieren uns, indem wir kreuzen und drehen. Drehen, ein paar weglegen, das nächste Paar nehmen, kreuzen, drehen, kreuzen,
Back, kreuzen, drehen. Das ist immer das kreuzen, Gleiche, eigentlich drehen. Langweilig. Aber dadurch, dass man immer verschiedene Schläge macht, wird es dann halt wieder, jetzt mache ich zweimal kreuzen, drehen, weil das hier so eine schöne Kante dann gibt. Dann steckt sie dort eine Nadel rein. Genau. Macht das Gleiche noch einmal und dadurch erhält das Stück die Form. Das ersetzt den Webrahmen beim Weben. Okay. Und wie sieht es mit Nachwuchs aus? Mit Nachwuchs sieht es so aus, dass wir werben. Wer bei uns lernen will, kann bei uns lernen. Okay. Wir sind eine Gruppe von zurzeit 9 Leuten im Alter von, ich sag mal, Mitte 30 bis 90. Okay. Also für jung und alt. Ja, was man, jeder kann es lernen, es ist nicht so schwierig, wie es aussieht, aber man braucht Zeit und man braucht Geduld. Und man darf nicht die heutige Idee haben, mit irgendwas fertig werden zu wollen. Der Weg ist das Ziel und dann ist es so. Wenn es dann fertig ist, ist es schön und wenn es nicht fertig ist, dann hängt man es hin und fängt am nächsten Tag weiter an. Für lange Winterabende. Ein bisschen wie Meditation, ne? Blöde sind eigentlich, weil es auch immer so dunkel ist. Okay. Also ich habe es dann lieber, wenn ich tagsüber klöppeln kann, dann zählt. Ich finde, das ist eher wie Yoga. Wie was? Wie Yoga. Wie Yoga. Ein bisschen Meditation. Wenn Sie sich konzentrieren müssen, geht die Welt, wird es ganz ruhig und die Welt versinkt in einem. Okay. Ja, danke, dass ich mal auf die Finger gucken durfte. Sehr gerne. Ja, genau. Und wir haben schon viele Trauben. Da sind ja viele Trauben. Genau.